Ich muss aufs Klo. Hallo, liebe Zuschauer, wie ihr merkt, freut sich der Marco schon sehr, dass ihr ihn beim Spielen zugucken könnt. Das hochprofessionelle SWAT-Team hier wieder unterwegs. Wo seid ihr jetzt hingelaufen? Ich hab 100 Schuss. Also, wo bist du, Pesel? Eine Semi-Waffe. Ja, an dem Eingang von dem... Ach, das war Pesel! Komm da raus. Komm da raus, wir sind hinten im Wald. Wenn du rauskommst, nach rechts. Komm, ich komm da raus. Wie kann der jetzt schon hier sein? Weiß ich nicht. Ich hab mich teleportiert, ja. Ach, da seid ihr. War ich Pesel? Okay. Ich hätte dich verschossen, wenn ich es gekonnt hätte. Stimmt, Pesel, ganz schnell ansagen. Also, wichtigste Regel ist, wenn jemand fragt, ob das jemand ist und derjenige nicht reagiert, wird er erschossen. Da ist eine Pistole. Damit kannst du Bom-Bom machen. Bom-Bom. Jetzt kann ich immer noch keinen hauen. Ja, irgendjemand sollte einen Nahkampfwaffe mitnehmen. Ja, ich hab einen Hammer. Sicherheitsgründen keinen mitgenommen. Aber ich hab nur meinen Hammer, sorry. Wenn ich keinen Hammer hab, habe ich keinen Hammer und dann gibt's keinen Hammer Time. Okay. Stop! Hammer Time! Jetzt hat sich irgendjemand weggemutet. Kleiner Pesel. Also Pesel. So, da sind wir Fünfer Team. Steht auch irgendwie gerade rum. Da ist Mama ins Zimmer gekommen. Nee, jetzt haben wir ihn zurücklassen. Da hinten stand Baum, steht er. Mama, sei still, ich bin auf YouTube. Kann ich meine Schwester grüßen? Wir haben Pesel verloren. Okay, wir waren ganz kurz 5 Leute, wir sind jetzt nur auf 4. Ich möchte meine Schwester grüßen und Opa! Oh, ja. Guck mal, sind wir genau an der Grenze, oder? Hier so, drüben ist die DDR. Ich sehe aber Russen, keine Mauer. Amerikaner. Russen, Amerikaner. Russen, Amerikaner. Russen, Amerikaner. Oh Gott, das habe ich voll gesifft. Genau, das ist die amerikanisch-russische Grenze. Von damals, wieder. Ne? Ah, Pesel ist wieder. Aber er hat sich noch nicht ändert. Du bist gemutet übrigens. Vielleicht kommt so ein dumpfer Schlag. Eye of the Tiger. He's back. Oh Gott. Okay, umso mehr Leute wir werden, umso schlimmer wird es hier ist. Ja, vor allen Dingen, weil wir 2 haben, die gerne singen. Oder rhythmische Geräusche äußern, was auch immer das sein soll. Hey Lukas, das ist wie bei guten Disney-Filmen. Da dürfen die Songs einfach nicht fehlen. Wir bräuchten so eine Niveaukurve, die ganze Zeit angezeigt wird im Let's Play. Ich hab gehört, Lukas kann Löwenboy rülpsen. Was? Oh Gott. Okay, Adam, wir haben irgendwie jetzt 3 Leute verloren. Oh, wo seid ihr? Ja, da. Die brauchen ein bisschen. Wir schießen ein bisschen in die Luft. Hier sind die Bam, Bam, Bam. Also ich laufe mal zur Stadt. Ja, bitte konzentrieren wir uns, weil wir sind noch in der Nähe von der Safe Zone. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Große Stadt? Also neue Hauptstadt oder alte Hauptstadt? Zur alten, oder? Weil die kennt noch, glaube ich, keiner. Okay, dann können wir unterwegs ja beim Tunnel vorbeischauen. Genau. Irgendjemand hat mich jetzt mega geschockt, glaube ich, weil ich irgendwo eine Flare reingeworfen habe. Nicht alle gleichzeitig, wir sind 5 Mann im TS. Mathe, Sie haben das Wort. Hast du eine Flare geworfen? Nein, unwichtig. Marco, Sie haben das Wort. Ich habe eine Flare geworfen. Okay. Die Lache. Oje. Das wird ein richtig verplantes Let's Play. Wir bräuchten so eine Uhr. Da gibt's auch beim Schach immer so eine Uhr, wo aufgenommen wird, wie lange jemand einen Zug macht. Deine so wäre schon längst explodiert. So eine mit so 5 Uhren daneben. Da muss man mit so klick, 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 klick alles wegdrücken. Oh Gott, ich hab mich jetzt voll geslippt. Ja, stimmt. Marco ist gerade geschnetzelt. Ist ganz professionell während dem Let's Play. Und davon bekommt man gar nichts mit. Ich fühle mich wie so eine Entenmutter, der so irgendwie so 4 kleine Enten nachrennen und sieht ständig, ob die aufpassen muss. Okay, jetzt lass doch mal kurz stehen bleiben und ein bisschen scouten. Ach. Taktlos. Ich krieg dir gerade auch diese bedrohliche Musik.
Wie gesagt, wir haben ein paar Leute, die gerne singen. Die hört dann immer so abrupt auf. Magst du das gleich noch nachmachen, wie die aufhört? Oh Gott. Trotzdem wieder, Marco. Gar nicht mehr. Geschnetzelt ist auf der ganzen Tastatur und Bildschirm. Ich hab die Tastatur ein bisschen weiter weg extra. Es müsste eigentlich Ingame-Voice geben, wir könnten den Leuten so auf den Sack gehen. Tastatur ist gesagt, es kommt deine Mutter rein und sagt, Marco, wie soll ich jetzt die Verwaltung machen? Oh Gott. Aber hier ist so ein Wohnwagen, den könnten wir mal zeigen, oder? Wie gut sie die Proportionen getroffen haben. Also jetzt aus der Entfernung hier sieht er noch ganz in Ordnung aus. Ein ganz normaler, so amerikanischer Wohnwagen oder Wohnmobil. Wohnwagen ist ja das, was gezogen wird. Der über den ersten Stock rausgeht, ja. Nein, noch aus der Entfernung sieht er noch ganz gut aus. Aber jetzt rennt hier vor mir Lukas hin und er wird immer kleiner. Langsam ist der Reifen schon fast so groß wie Lukas. Der Reifen geht mir bis zur Schulter. Ich kann auch mal gerne mal reingehen in das Auto hier. Ich nehme mal eine Waffe in die Hand. Ja, aber die sind auch so spielzeugmäßig. Das Ding ist einfach riesig. Ja, das ist auch... Hey, habt ihr das nicht gewusst? Das ist kein Wohnwagen, das ist... Was aus dem Wheel. Alter. Das wäre aber einziger, wenn man damit rumfahren könnte und das ganze Team hier reinlagern und so rumlaufen könnte. I'm on a highway to hell. Oh Gott, also wie gesagt, umso mehr Leute wir werden, umso schlimmer wird's im TS. Ist eigentlich ganz schlimm, weil jetzt hören mal die Leute, wie wir wirklich sind im TS. Mhm. Normal kommen wir ja, so ganz brav und professionell rüber. Professionell, aha. Hast du noch nie unsere Let's Plays geguckt? Hm? Moment, ich habe einen Titel für diese Folge. Das reicht mir schon, wenn ich euch hier erlebe. Ja, ich habe auch einen Titel für die Folge. Wozzy and Friends, Achtung Ohrenkrebs. Oh Gott. Geht immer weiter. Guck mal, warte, dreh ich mal um. Siehst du die Sonnenstrahlen? Sieht aus wie am Anfang des Futurama-Dings. Mhm. Stimmt. Ding, 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 ding. Er singt schon wieder. Er macht schon wieder Musik. Wir sollten ihn immer, wenn er singt, in den Fuß schießen. Einmal anhammern. Am Kopf bleiben. Echt geil, wenn man auf den Kopf hämmert und man den Helm auf hat, dass der Helm runterfällt. Jedes Mal ist es dunkel, haut so matt den Helm runter. Wieder aufheben, anziehen. Hey, Jungs, wartet, ich muss jetzt mal meinen Helm aufziehen. Hat Pesel jetzt eigentlich einen Helm? Wer ist ein Pesel? Wie sieht ein Pesel aus? Ich bin die ganz vorne. Weste. Oh Gott. Ja. Doch eine Gorilla-Weste. Ich hätte auch ruhig einen Rucksack hier mitbringen können. Also, ein Pistol, man. Den ich wieder habt. Oh. Wupp, 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 wupp. Pistolen, Mann. Wieso laufen wir so stumpf auf der Straße rum? Weil wir fünf Mann sind und einfach alles umbringen können. Oh. Zusammen können wir alles schaffen. Lukas. Weil ihr alle mir nachlauft und ich die Theorie habe, mir passiert eh nichts, weil ich bin der Erste. Ja, ich finde dafür, dass Pesel einfach vorläuft. Ich habe so ein Spiel, wie immer da 50 weiß ich nicht mal, Meter Vorsprung. Ja, wir checken die Gegend. Stimmt. Also ich schon. Die anderen irgendwie nicht, die eiern hier in der Gegend rum. Schau, die laufen wie so ein Rudel Wölfe in der Gegend rum. Ja, wie gesagt, Entenmutter. Möchten wir schon die Wetten abgeben? Ich glaube, wir laufen in die Nähe von der Stadt und werden weggesnackert. Nein, die Dings trifft ja nichts mehr, die Mauser. Also die tötet er nicht. Solange du Antibiotika im Anschlag hast. Noch. Ja, ich habe es noch nie gesehen. Du bist angesnackert. Lukas hat zwei Stück davon. Dann fühlst du so ein unangenehmes Jucken so. Aber mehr nicht. So. Au! Mich hat was gestochen. Ich hoffe, wir finden Essen in der Stadt. Und oh, wir könnten uns alle ins Diner setzen und einen netten Abend verbringen. Wenn einer reinkommt, bringen wir noch mit der Pumpe. Du hast die falsche Nachbarschaft gewählt. Motherfucker. Damn. Ja, wir müssen auch reden, wenn es gerade so langweilig ist. Übrigens, eine Zombie-Apokalypse hat schon ihre guten Seiten, ne? Ich meine, das ist ein Paradies für Nekrophile, ne?
Oh Gott, so eine Niveau-Kurve wäre echt geil. Würde so ganz böse in den roten Bereich runtergehen. Das könnte man so mit so einem kleinen Vogel machen, der einfach auf den Boden aufschlägt. Bumm. Tot. Da ist das Niveau. Okay, Themawechsel. Wollen wir über was anderes reden? Die wir Natur? Nehmen uns im Tunnel. Oh ja, Tunnel. Tunnel. Irgendjemand macht komische Geräusche. Ja, Mathe blinkt die ganze Zeit. Der Geräuschpegel nimmt auch zu, umso mehr Leute wir sind. Ah, Lukas, du hast eigentlich ja die TS-Lampen so auf deinem Beamer neben dem Rechner, oder? Nee, ich hab's auf dem Monitor. Adam, Beamer ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir noch gar keinen Stimmtest gemacht haben heute? Oh, einen morgendlichen Stimmtest. Ich komme immer noch nicht so hoch, ich bin immer noch leicht erkältet. Ich bin immer noch der Meinung, dass es schwul klingt. Es klingt auch rotzeschwul. Das ist trotzdem lustig. Hast du irgendwas gegen homosexuelle Menschen? Nein, aber es klingt so. Bim, Themawechsel. Finde ich gut. Ding, 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 ding. Blab, blab, ding, 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 ding. Politisch brisantes Thema, ding, 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 ding. Nur Schleichwerbungen sind okay hier bei uns. Ich würde ja gerade sagen, von wem dieses Croissant ist, was ich esse, aber das steht leider nicht drauf. Warum esst ihr alle gerade? Ich habe noch polnische Chips hier bei mir. Die sind mit so ganz viel Glutamat das und so. Das ist bestimmt von Seven Days. Nee, sowas gibt's bei uns auf dem Land nicht. Klingt wie eine OB-Werbung. Klingt wie eine OB-Werbung? Hält 7 Tage am Stück. Seven Days. Ding, 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 ding. Okay, Thema wechseln. Nein, wir haben keine weiblichen Zuschauer. Ling. Doch, ich habe 12%. Also hört auch so vulgär zu sein. Und ja, wir müssen doch auch mal Frauenthemen anschneiden, oder? Okay, Moment, das ist doch hier Military Loot, oder? Wie wär's, wenn wir jetzt aufpassen, dass hier niemand in der Nähe ist? Mhm. Ich hab einfach eine Pistole in der Hand. Kann ja nichts passieren. Ja, eben. Ich nehm lieber die M4 mit 100 Schuss. Die sind doch nicht mal Zombies, was ist denn das? Ja, die sind alle im Tunnel da hinten drin. Seh ich nicht. Aber aufpassen, hier könnten Serverhopper sein. Ich hab irgendwie Angst, dass Pesel uns erschießen wird. Boah. Ja, genau, wollen wir mal zusammenbleiben? Wer läuft denn da nach rechts? Adam. Ich hab eher Angst, dass ich Pesel erschieße. Boah, Tatsache, jetzt kommt aus dem Tunnel durchgucken. Da sind voll der Hammer. Zombies. Oh, eine Pistole war da. Laufen irgendwie. Ja, ich hab auch. Da hinten läuft irgendwie. Ja. Okay. Zombies, Zombies, alles okay. Zombie-Aggro. Bringt das mal jemand um? Boah, ein Backpack. Boah, boah, ja, jetzt hab ich Pesel. Auch mal eins. Jungs, bringt das mal jemand um? Danke, ich habe keinen Hammer. Warum hast du ich keinen Hammer? Nicht. Ja, darum, weil ich keinen Hammer habe. Warum? Warum? Darum. Hast du das nicht eben von wegen, wenn ich keinen Hammer habe, dann gibt es yeah. Also, rumposen mit seinem Hammer. Hammer. Okay, okay. Man muss jetzt meine Pistole wegschmeißen. Man kann nicht mehr auf Autos Zombies. Ja, doch, auf manche geht schon noch. So. Ey, die Zombies hören sich an wie so Affen, ey. So ein bisschen viele. Das sind ja auch Frauenstimmen. Papi, steck fest. Jungs. Oh, wer hängt denn da so fest? Nicht, bitte nicht zu zweit auf einen Zombie gehen. What the fuck? Verdammt, der Scheiße, Alter. Oh Gott. So werden wir sterben. So, ich will noch keinen Hammer gefunden. Was ist denn das? Oh Gott. Okay. Jungs, okay, achtet auf euer Leben, gell? Oh, ich bin oh gestorben. Wer ist tot? Wer ist tot? Marco. Ich bin instant gestorben. Mit vollen HP. Nee, da hattest du schon eins wie verloren, weil nein, du ganz oft auf dich gestorben. Nein, ich hab grad Antibiotikum genommen. Ich hatte volle HP. Mein Gott. Esel, da ist dein Hammer. Das ist ein Flashlight, ist viel besser. Mann! Du bist als weg, wie voll der Taubsauger. Okay, Marco, hast du noch einen Charakter, der in der großen Stadt ist? Also in der alten? Ja. Na ah, okay, dann kommen wir dahin. Ich hab noch den einen Sniper, weißt du noch? Kann es sein, so, dass stimmt. Es noch 9mm Magazine gibt, die sich stacken können, welche die sich nicht stacken können? Alle, die angefressen sind, können sich nicht mehr stacken. Ah, okay. Jungs, hier lang, hier lang. Wo liegt denn der Hammer? Ja, wir haben schon alles aufgehoben. Das muss schneller sein. Oh, dann gib mir den Hammer gleich mal ab. Ja, so, irgendjemand hat den... Ich hab ihn nicht. Ah, ich hab ihn. Ich hab keinen Hammer. Lass ihn. Da. Ups. Boah. Und Marco, du bist an Zombies gestorben, du Napp. Oh, ich habe jetzt ein Cobra-Visier auf meiner M16.
Danke, Marco. Das ist von Marco. Krieg ich schon alles wieder. Ne, es ist leider irgendwie festgerastet an der M16. Ich krieg's nicht mehr runter, ich weiß nicht warum. Die Schiene ist, glaube ich, kaputt. Na, jetzt verklemmt sich öfters mal. Na, das geht irgendwie nicht, ich weiß nicht. Wenn die, weißt, wenn die schon ein paar Tage oder Nächte da im Feuchten liegen und fangen die an zu rosten, dann kriegst du nicht mehr runter. Und leider ist jetzt auch die M16 irgendwie an meinen Fingern festgeklebt, weil ich geblutet habe und ja. Das krieg ich halt nicht mehr ab, es tut mir leid, ich muss damit schießen. Mein Auge zuckt. So, aber der Failbob des Tages wurde gerade gekürt. Marco, wie fühlen Sie sich als Sieger? Ein kleines Kommentar bitte. Ich sag nur eins. Scheißspiel. Tag nicht vor dem Abend. Oh, der läuft nicht amok, wenn er wiederkommt. Der hämmert uns alle. Oh, da steht einer vor uns hier. Marco, bist du das? Bist du bescheuert? Nein. Tatsache. Ich hab Schüsse gehört. Schießt ihr? Ja. Da komm, hab ich dich jetzt umgebracht. Hey Jungs, ihr seid bei mir. Stimmt, ja. Ich bin gleich um die Ecke. Ja, deswegen frage ich ja, ob du das bist. Nein, das bin ich nicht, aber ich hab euch gehört. Ich bin auf der Seite... Wartet mal kurz am Tunnel. Ich bin gleich am Tunnel, Jungs. Wir sind schon vom Tunnel weg. Ja, wir sind schon weg. Ja, wir sind oben in dem Berg da. Bei der Kreuzung. Wo seid ihr? Bei der Kreuzung. Wir sind ungefähr die einzige Gruppe, die zu viert herumläuft. Ihr seid quasi durch... Nach Norden. Warte mal. Bei der Kreuzung, bei der ganz fetten, von der Straße. Ja, zur großen Stadt halt. Ich bin da auch gerade an der Kreuzung. Achso, ja, wir sind da oben in den Bergen. Achso, ihr geht drüben rum. Ja, okay, ich bin unten rum auf der Straße. Ich laufe zur Stadt hin. Ach, der Charakter, ja, guck mal, der ist ja uralt. Der ist uralt, ja, den wollte ich nicht, weil der hat noch eine Mauser gehabt und... Mimi. Und mein... Ruski. Ich freue mich auf den Tag, wo es dann den. wo der Name da steht vom Spieler, der dich getötet hat. Wo seid ihr? Oben in den Bergen. Deswegen habe ich ja gefragt, ob du das bist, weil ich dachte, du lockst dich da gerade ein. Aber es war Fei ganz schwach, gell? Dass wir ihn gesehen haben, wo er 15 Meter vor uns war. Nee, ich glaube, er hat sich eingeloggt. Der war gerade noch im Laden. Den Helm hat man zu krass gesehen, eigentlich. Trotzdem war es schwach. Ich will gleich mal Videoanalyse machen. Wahrscheinlich steht da schon seit wir auf der anderen Seite gerade so zum Lager gerannt sind, bevor Marco noch gestorben ist, hat man den schon gesehen, so. Wie so bei The Ring oder so. Nein, bei welchem Horrorfilm war das so auf den Fotos? Irgendwo in dem einem der ersten Voice Let's Plays, glaube ich. Da ist schon wieder einer vor uns. Das bin ich. Das bist du. Da seid ihr, der Zöpfel. Ja. Das bin ich. Der mit dem... Baseballschläger, der auf euch zukommt, wie so ein Verrückter. Ich schieß auf ihn. Wo ist meine Weste? Gewinnt. Ich hab nur deinen Hammer gehabt. Den habe ich Pesel gegeben. Das andere hat Matt und Lukas aufgesaugt. Ich hab, glaube ich, nichts Wichtiges. Wie als wären sie ein Zewa-Wisch- und Weckhand. Boah, das war eine Weste, die hätte ich gut brauchen können. Danke. Hab ich eigentlich noch was auf? Das ist meine Jericho? Ich glaube, ich hab die Schokorie geklaut.